Der Audi Star Talk. Heute aus dem Audi Forum Ingolstadt mit ihrem Gastgeber Klaus Kronewald. Wunderschönen guten Abend zu Hause. Herzlich willkommen hier im Saal. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich riesig auf diese Sendung. Man sagt ja gerne mal den Satz, heute haben wir einen ganz besonderen Gast, aber heute stimmt es 100.000-prozentig. Viermal in der Fußballgeschichte ist Deutschland Fußballweltmeister geworden. Vier Männer haben dabei jeweils das entscheidende Tor zum deutschen WM-Sieg geschossen und uns allen damit die vier vielleicht bedeutendsten Momente der deutschen Fußballgeschichte beschert. Hier ist unser WM-Held, hier ist Mario Götze. Applaus. Danke. Deine Fans. Ja, wir haben uns vor der Sendung übrigens drauf geeinigt. Wir wollen einen entspannten Abend miteinander haben. Das geht besser, wenn wir du zueinander sagen. Dann machen wir das auch. Ganz genau. Genau. Und ich meine, wenn du siehst hier die Atmosphäre, das begegnet dir ja wahrscheinlich spätestens, allerspätestens seit dem 13. Juli überall in Deutschland. Ist einem eigentlich wirklich bewusst, was man da so Historisches geleistet hat? Wir haben ja mal so ein paar Zahlen aufgeschrieben. 280 Millionen Facebook-Interaktionen gab es während des Finals. 618.000 Tweets pro Minute. Die höchste jemals gemessene Fernseheinschaltquote in Deutschland. Ich denke, inklusive Public Viewing haben über 50 Millionen geguckt. Also auf gut Deutsch, der Moment, in dem du das Tor gemacht hast, ist wahrscheinlich der meistgesehenste Moment in der Fernsehrepublik. Ist das nicht der Hammer? Das ist absolute Wahnsinn. Also ich glaube, auf dem Platz realisiert man das nicht wirklich. Aber wenn man sich dann mal so ein paar Gedanken darum macht, wenn man gemerkt hat, wie es in Deutschland zugegangen ist, wenn man mit seiner Familie telefoniert hat, ist, glaube ich, unglaublich, dass ich das erleben konnte, dass ich das erleben durfte. Und ich habe so das Gefühl, das Tor wird mich verfolgen. Ja. Das würde ich jetzt auch mal tippen. Ja. Andreas Bremer hat mir erzählt, er wird jetzt 24 Jahre später immer noch jeden Tag mehrfach auf sein WM-Tor angesprochen. Ist aber ja vielleicht auf der anderen Seite auch was Schönes, weil, sind wir mal ehrlich, wovon träumst du, wenn du klein bist und Fußball spielst? Ja. Doch genau davon, oder nicht? Genau davon, vor solchen Momenten. Ich glaube, dass ich das erleben durfte dann in der Situation, ist wirklich, wirklich unbeschreiblich. Ja. Ja. Wir haben mal ein ganz nettes Bild rausgesucht, das jetzt gar nicht so konkret direkt aus diesem Moment stammt, sondern so ein bisschen später ist. Also du machst das Tor, es gibt die Siegerehrung, der Präsident und die Kanzlerin, alles Mögliche. Und dann irgendwann gab es mal einen etwas ruhigeren Moment in der Kabine. Und ich glaube, daher stammt dieses Bild. Und zwar sieht man dich da, dein Handy gezückt. Du hast es wahrscheinlich zum ersten Mal an dem Abend angemacht. Mich würde einfach mal interessieren, was ist da passiert? Ist das Ding explodiert? Wie viele tausend SMS und Facebook-Nachrichten sind da gekommen? Ja, ich glaube, das war so der erste Moment, wo man wirklich dann so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist danach. Mein Vater war im Stadion, meine Partnerin war da und hat natürlich dann geschaut, wer mir geschrieben hatte, meine Freunde, meine Mutter zu Hause etc. Und, ich glaube, so viele Nachrichten habe ich noch nie bekommen. War das dein Moment, wo du vielleicht am emotionalsten berührt warst, weil du da endlich mal für dich auch eine Sekunde warst? Ja, auch. Natürlich auf dem Platz einerseits, als der Abpfiff war, aber auch dann in der Kabine, wenn man so ein bisschen wieder Fuß gefasst hat, wenn man wirklich darüber nachdenken konnte. Das war schon wirklich ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Obwohl es jetzt gefühlt schon wieder ein halbes Jahr zurückliegt, weil es einfach so schnell geht im Fußball. Aber ich glaube, da erinnere ich mich gerne dran. Ja. Aber wir haben heute ein bisschen Zeit. Wir wollen uns eine Stunde Zeit nehmen. Wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen, dein Leben ein bisschen ergründen, deine Karriere auch ein bisschen besser verstehen. Wir gönnen uns auch die Zeit, gerade auch so einen historischen Moment miteinander ein bisschen auszukosten. Aber wir wollen einsteigen mit einer Geschichte, die es nur bei uns gibt. Mhm. Wir wollen dich aus einem ganz besonderen Blickwinkel vorstellen. Nämlich aus der Perspektive unserer Kleinsten in unserer Rubrik. Die Kleinen über die Großen. Mario Götze, WM-Held. Ich weiß, was der bei der WM gemacht hat. Der hat das Finaltor geschossen. Und ich weiß auch wie. Da ist der Ball gekommen, mit der Brust ist es voll auf die Brust und hat er geschossen und war ein Tor. Mit links. Es stand jetzt 2:1. Da.
Nein, im Finalstand 1 zu 0. Er ist ein super Spieler. Der kann gut Tore schießen. Flanken und austricksen. Meine Oma sagt immer, der schießt ganz schön nicht gerade. Er ist halt im Spielfeld wuselig, doch schnell. Ich finde seine Frisur ganz cool. Ich nicht. Der stylt immer so seine Haare so hinter. Der hat so eine Frisur, wo alles auf die Seite ist. Immer nach links. Also ich finde, der schaut cool aus mit den Haaren. Ja, und auch, ich finde, ein sehr kleiner Kopf. Und er ist noch recht jung. Ich denke 33. 40. 35. 24, 25. Also er ist nicht der Größte. Ich schätze vielleicht 1,78 vielleicht. Also nicht größer als meine Schwester. Whatever that means. Hey. Es ist einfach herrlich, wie unverstellt Kinder einen sehen. Mhm. Ja. Merkst du, glaube ich, auch gerade bei den Kleinsten ganz besonders, oder? Dass die Zuneigung einfach besonders groß ist, weil du für sie, glaube ich, den gelebten Traum leben darfst. Ja, definitiv. Also bei mir ist es ja auch noch nicht so lange her, dass ich noch zur Schule gegangen bin, dass ich noch ganz klein war, dass ich noch trainiert habe und die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen habe. Deshalb kann ich die kleinen Kinder sehr, sehr gut verstehen und die Art und Weise ist natürlich unnachahmlich, klar. Ja, so sind Kinder. Kinder, kleiner Übergang zu André Schürrle. André Schürrle ist nicht seit Kindheitstagen, aber ich glaube doch mittlerweile ein sehr, sehr guter, einer deiner engsten Freunde. Und zufällig, es ist ja manchmal so zufällig, das Leben schreibt auch der Mann, der dein Tor vorbereitet hat. Und er hat einen sehr, sehr schönen Satz, finde ich, gesagt, über diesen magischen Moment in der FAZ. Er hat gesagt, dann waren da so viele Glücksgefühle wie noch nie. Mario kam auf mich zugerannt. Ich glaube, er wollte noch ein bisschen laufen, aber wir waren alle so kaputt, wir mussten ihn irgendwie stoppen. Ja. Haben dich ja dann alle niedergerissen. Und mit diesem Vorwissen würde ich mir jetzt gerne auch mit dir gemeinsam das Tor einfach mal anschauen. Vielleicht sagst du einfach mal was dazu, wie du diesen Moment erlebt hast, wie du das gesehen hast. Du hast das Tor ja wahrscheinlich schon ein, zwei Mal seitdem auch geguckt. Also zeigen wir es mal ganz kurz. So. Ja, Schü macht es sehr, sehr gut über außen. Das ging alles sehr, 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 sehr schnell. Also das stimmt. Ich hatte nur Zeit, den Ball anzunehmen, kurz zu schauen, wo der Torwart ist. Also, aber es war wirklich... Es waren Sekunden. Aber wie bewusst ist man in so einem Moment? Also sehr, sehr viel ist intuitiv, gerade in so einer Situation. Der Ball kommt rein, man sieht eigentlich nicht wirklich, wo das Tor steht. Und dann geht der Ball am Tor vorbei. Aber man realisiert eben schon, bevor der Ball eigentlich im Netz ist, dass er drin ist. Und das ist eigentlich so das schöne Gefühl. Und ja, ich glaube, die Bilder zeigen dann... Jetzt reißen sie nämlich gleich wieder. Genau. Das war nicht genau der Moment, den André meinte. André gibt übrigens ehrlich zu, hat eigentlich relativ blind reingehauen. Er war froh. Ich habe ihn auch blind reingeschossen. Also. Das war, ich glaube, viel mehr ein Zufallsprodukt. Nein, es war einfach in dem Moment einfach unglaublich. Wir wussten allerdings, dass es noch 7 Minuten zu spielen war. Also von daher. Aber trotzdem, Benny Hövedes hat vor kurzem bei Wetten, das gesagt, ihm sind die Tränen auf den Platz gekommen, als du das Tor gemacht hast, weil er gewusst hat, wir sind jetzt ganz nah dran. Er muss sich wirklich zwingen, die Tränen zurückzuhalten. Sag mal, wie war denn das jetzt bei dir? Ich habe selber auch mal Fußball gespielt, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Ja, aber trotzdem, wenn man ein Tor geschossen hat, da setzt das ja einiges so an Emotionen auch in einem frei. Aber wenn man in so einem WM-Finale so ein Ding reinnagelt und in der Sekunde oder dem Bruchteil der Sekunde, wo du eigentlich realisierst, hey, verdammt, das Ding ist drin, was geht da in dir ab? Ist das Leere? Ja, also man kann das nicht wirklich beschreiben, man kann es nicht begreifen in dem Moment. Man sieht ja dann, wie die Mitspieler auf einen zukommen. Thomas Müller. Ja. Ja, zum Beispiel. es ist unbeschreiblich. Man realisiert es nicht wirklich. Einerseits hat man natürlich das Gefühl, ich habe jetzt einen großen Teil dazu beigetragen, aber ich wusste in dem Moment auch noch, und ich glaube die ganze Mannschaft auch, dass noch 7 Minuten zu spielen waren. Und es hätte ja auch sein können, dass noch irgendwas passiert. Und deshalb war es wirklich einfach ein besonderer Moment. Aber wir wussten, wir waren noch nicht ganz am Ziel und die letzten 7 Minuten waren eher auch noch so ein Highlight. Gerade dann der Messi-Freistoß am Ende noch, wo wir wirklich dann in der Mauer standen und nur noch gebetet haben, dass nichts passiert. Und das war unglaublich. War der intensivere Moment dann für dich gar nicht so sehr dein Tor, sondern der Moment, als der Schiri endlich diese verdammte Pfeife in den Mund genommen hat? Ja, natürlich einerseits das Tor, weil es eben für den Moment auch für mich persönlich einfach schön war. Aber ich glaube, wenn man dann die ganze Mannschaft sieht und man weiß wirklich, was man gemacht hat und... das war dann eben die befreiende Situation.
Als Kind träumt man oft von so einem Moment, genau von dem Moment eigentlich. Ist er, wenn man ihn dann hat, so schön, wie man ihn sich geträumt hat? Dass man ihn mal so erlebt, hätte man ja vorher nicht gedacht. Natürlich träumt man davon, mal bei so einem Ereignis dabei zu sein und dann natürlich noch ein Finale spielen zu können. Ich glaube, das Spezielle daran ist einfach, dass man nicht mehr weiß, ob diese Situation nochmal kommt, ob man nochmal im WM-Finale steht. Das macht das Ganze eben auch so besonders. Und ja, ich schaue gerne darauf zurück. Aber wie gesagt, gefühlt ist es schon wieder eine Ewigkeit her. Aber es gibt so schöne Geschichten darum. Zum Beispiel die. Du bist ja gar nicht von Anfang an dabei gewesen. Du bist ja erst reingekommen. Das ist genau, das Gute. Ja. Und es wird auch immer mit diesem Spiel und mit deinem Tor der Satz von Jogi Löw verbunden sein, den er hinterher auf der Pressekonferenz hat, nämlich verraten, was er zu dir gesagt hat. Bitteschön. Zeige der ganzen Welt, dass du besser bist als Messi und dass dieses Spiel du entscheiden kannst. Hat er das wirklich zu dir gesagt und kannst du dich daran erinnern? Und wann war das? War das bei der Einwechslung oder war das in der Halbzeit der Verlängerung? Nee, es war bei der Einwechslung. Also er kam auf mich zu, wollte mir natürlich positive Sachen zusprechen, dass ich selbstbewusst auf Platz gehe. Aber besser als Messi ist natürlich schon ja, eine Nummer. Hat da ein bisschen Druck aufgebaut in der Situation. Er hat das wirklich so zu mir gesagt und für mich war das, ich glaube, da sieht man glaube ich auch nochmal ein Bild, wo er mich dann in der Halbzeitpause kurz mit mir spricht und hat einfach gesagt, dass ich an mich glauben soll, er wusste, dass ich eben auch noch die Kräfte habe, dass ich nochmal diese mobilisieren kann und dass es mir dann so gelungen ist, ist natürlich auch ein schöner und vielleicht auch irgendwo auch ein glücklicher Moment, klar. Es gibt einen Menschen, ich dürfte gerne. Es gibt einen Menschen, den wir im Zuge unserer Recherchen getroffen haben für diese Sendung, der vor dem Fernseher saß, wahrscheinlich waren es mehrere, aber er eben auch, der gedacht hat, jetzt kommt der Mario, das wird eine Explosion. Und zwar dein früherer A-Jugendtrainer Peter Hyballa. Und er hat eine ganz interessante Begründung, warum er das gedacht hat. Das hören wir uns jetzt an. Interessant war auch, bei der Einwechslung, da habe ich so im Inneren auch gedacht, jetzt kann was kommen. Weil, wie gesagt, man konnte den beschimpfen, man konnte den kritisieren, man konnte ihn durchbeleidigen, man konnte ihn durchloben. Da wurde er immer, war er immer gleich. Aber das Einzige, wo man ihn gekriegt hat, wenn man ihn auf die Bank gesetzt hat. Also da wusste ich, alles klar, wenn er eingewechselt wird, dann kommt was. Und wir haben es dann auch bei uns in der Mannschaft damals so gemacht, haben ihn auch manchmal extra auf die Bank gesetzt, um ein bisschen zu provozieren, das meine ich ja. Ne? Ich wollte an ihn rankommen und manchmal hatte ich das Gefühl, wie komme ich jetzt ran? Aber auf der Bank setzen, der Dosenöffner ging immer. Und da kam eigentlich auch immer so eine Trotzreaktion. Mal groß sprechen brauchst du da nicht. Hat der Löw vorher mit ihm telefoniert? Aber nicht ganz falsch. Also es war wirklich so, gerade auch in der Jugend. Man wollte immer spielen, es war immer so. Klar. Aber ich glaube, mit den Worten hat das auf jeden Fall getroffen. Damit kann man mich definitiv ärgern. Weil ich, wenn ich gesund bin, möchte ich einfach spielen. Ich glaube, das möchten alle. Und deshalb hat er definitiv damit recht gehabt. Wenn wir die WM noch mal Revue passieren lassen, das ist ja wirklich eine unglaubliche Achterbahnfahrt, die natürlich dann in einem wahnsinnigen Showdown, in einem unglaublichen Happy End für dich endet. Aber du hast am Anfang gespielt, dann bist du auch mehr oder minder aus der Mannschaft rausgerutscht, hast auch viel Kritik einstecken müssen, Prominente, Presse, alle haben sich irgendwie zu Wort gemeldet, jeder hatte auch eine Meinung dann zu dir. Dann vor allem gegen Frankreich nur ein paar Minuten noch zum Schluss, dann Brasilien gar nicht gespielt, das ist natürlich auch der Hammer, weißt du, spielst in Brasilien die WM und kannst nicht, darfst nicht spielen. Wie bist du mit der Situation umgegangen und wie hast du es geschafft, dass du dich trotzdem sozusagen auch in der Verfassung gehalten hast, um dann trotzdem, ne, wenn der Trainer ruft, dann da zu sein? Ich meine, das waren doch bestimmt harte Momente im Campo de Bahia, wenn die anderen ihr 7-1 feiern und du sitzt da und hast dich gespielt. Definitiv, also es war wirklich so, ich habe das Turnier eigentlich relativ gut begonnen gehabt, saß dann auch auf der Bank und ich bin, wenn ich für mich persönlich eben an diese Zeit denke, natürlich mit dem Campo Bahia, mit der ganzen Mannschaft, mit dem Erlebnis, das wir dort hatten, so wie es eben ausgegangen ist, überglücklich. Aber für mich war eben dann auch so eine Situation, wo ich dann eben auch nicht gespielt habe. Wie gesagt, nur gegen Frankreich 10 Minuten, gegen Brasilien gar nicht. Wenn man dann sieht, dass wir so hoch gewinnen und so gut gespielt haben, dann freut man sich natürlich einerseits auch für die Mannschaft und dass wir im Finale sind. Für mich persönlich war das natürlich auch so ein Moment, wo es dann eben auch nicht so gut gelaufen ist. Aber da bin ich einfach dann, wenn ich jetzt daran denke, noch ziemlich stolz drauf, dass ich dann nicht irgendwie gesagt habe, ich lasse mich jetzt hängen oder was auch immer. Wir haben noch ein wichtiges Spiel und ich bin dann auch am nächsten Tag nach dem Brasilien-Spiel
ganz normal zum Training etc. Wir waren einfach im Finale und wir wollten eben auch gewinnen, ob ich spiele oder nicht. Das war dann eben auch zweitrangig und für einen persönlich eine schwierige Situation, aber im Großen und Ganzen eine Weltmeisterschaft zu spielen in Brasilien mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit allem drum und dran, das war einfach etwas, was ich gerne nochmal erleben würde. Ja. Kommt ja vielleicht nochmal, weiß ich ja nie, ja, wie sich das Leben sich so entwickelt. In Brasilien jetzt wahrscheinlich nicht, aber gab es jemanden, auch so aus der Mannschaft, der dir in der Situation auch ein bisschen helfen konnte oder von zu Hause aus? Wie geht man damit um? Man telefoniert, man kann vielleicht übers Internet irgendwie schreiben, man macht einsame Strandspaziergänge, ich weiß ja nicht, wie das da abläuft. Ja, Strandspaziergänge nicht unbedingt, aber ja klar, habe ich meine Freunde und gerade auch meine Familie angerufen. Diejenigen, die dann auch dort vor Ort waren, hatten die Möglichkeit, uns zu besuchen. Das waren auf jeden Fall Momente, die mir dann auch gut getan haben, zu wissen, dass jemand da ist, gerade in der Zeit, in der es vielleicht nicht so persönlich für mich nicht so gut lief. Und natürlich, man kommt auch ins Grübeln in so Situationen. Man hat vielleicht sogar den einen oder anderen Selbstzweifel an sich, wenn man nicht spielt. Aber ich bin den Leuten, die mir sehr nahe stehen, einfach auch dankbar dafür, dass sie dann in der Situation für mich da waren. Zwar, denke ich, wenn man den Ausgang betrachtet, einfach im Großen und Ganzen unglaublich. Aber glaubst du nicht, dass gerade das auch ein Zeichen von besonderer Qualität ist, dass eben Leute, die ganz Außergewöhnliches erreichen, die haben eben auch mal Selbstzweifel, wenn es nicht läuft. Das wäre doch absurd, wenn man in solchen Situationen keine Selbstzweifel hat. Man muss ja ehrlich sein, du hast auch nicht alles überragend gespielt. Mhm. Und zumindest nicht in allen Spielen. Ja? Das stimmt. So ehrlich bist du ja auch selber. Ja, definitiv, klar. Also gegen Algerien hätte ich mich auch ausgewechselt. Da wäre so, glaube ich, der Einzige gewesen, ja, der mir eingefallen ist. Eine sehr nette Geschichte, finde ich. André Schüller, der erzählt, ihr habt, ich glaube, es war 2 Tage vor dem Finale, hast du nochmal extra Sprinttraining gemacht. Dann hat er irgendwie zu dir gesagt, sag mal, was machst du denn da? Wir sind ja jetzt in 2 Tagen so alles vorbei. Ja, natürlich. Also wenn man dann nicht spielt, dann versucht man natürlich zusätzlich noch was zu machen. Ne? Das ist für mich immer klar gewesen. Irgendwie. Man will irgendwie immer mehr machen, immer versuchen, immer an seine Leistungsgrenzen zu gehen. Auch mit dem Hinblick, dass wir eben schon, ich glaube, 8 Wochen zusammen waren, eine Vorbereitung hatten, das Turnier hatten und dann die letzten 2 Tage. Ich wollte einfach noch mal zusätzlich was machen, weil ich eben nicht gespielt hatte. Hat sich ja ausgezahlt. Wollte ich gerade sagen. Flott reingeflitzt. Hat sich gelohnt. So, am Ende steht dann dieses wundervolle Happy End für alle, für Mannschaft, für Trainer, für das ganze Land. Ich glaube, so darf man es schon formulieren. Respekt und Anerkennung von allen Seiten. Und wir haben jetzt hier stellvertretend mal Jogi Löw und Matthias Sammer. Götze ist ein Spieler, der kann alles spielen. Das ist ja auch ein Wunderkind, ja, der natürlich immense Möglichkeiten hat und überragende technische Fähigkeiten. Und er ist so raffiniert. Ich wusste, er kann immer irgendwie ein Spiel entscheiden, wenn es auf der Kippe steht. Und das Tor hat er heute wirklich auch großartig gemacht. Wenn es einer verdient hat, dann er, weil er auch bei uns so ein bisschen durch den Stahlbad gegangen ist, bei dem Turnier am Anfang gespielt hat, dann auch mal ein paar Mal auf der Bank gesessen ist und dann kommst du zurück und lässt dich eben von diesem ganzen Gelaber und gar nicht beeinflussen, sondern okay, ich bin da, ich mache das entscheidende Tor, das ist für die Ewigkeit. Es hätte ja auch anders sein können, er kommt rein, ist ein bisschen beleidigt, macht das Tor nicht, die Argentinier gewinnen das Spiel und er stellt sich dann irgendwo hin und sagt, das war auch alles ungerecht. Nee, er hat sich verhalten wie ein Champion. Großes Lob von Leuten, die selbst auch eine Menge erreicht haben. Und es ist ja immer doppelt viel wert. Stichwort wahrer Champion. Ich würde sagen, Lionel Messi ist das ganz sicher auch. Und es gibt ein ganz interessantes Bild. Das ist entstanden nach dem Spiel in den Katakomben. Das steht hier nebeneinander. Wie ist das entstanden? Wollte er noch ein Bild mit dem Weltmeister? Oder? Also wenn ich ehrlich bin, ich war drüben bei der anderen Pressekonferenz, weil ich die Trophäe für Man of the Match erhalten hatte. Und dann habe ich ihn gesehen von hinten und bin noch hinter ihm hergerannt, um ein Bild zu kriegen. Also es war genau andersrum. Ja. Echt? Aber ich glaube, er hätte trotzdem gerne mit dir getauscht in der Situation. Zeig das Foto bitte nochmal. Man sieht nämlich, er hat die Goldmedaille umhängen. Ja? Das war vielleicht etwas provokant, ja. Lionel Messi, immerhin hat er Player of the Tournament, also ja, Spieler des Turniers. Aber glaube, das hat ihn nicht wirklich getröstet. Was sagt man denn zueinander? Hast du ihn getröstet? Kann man es vielleicht in so einem Moment, man ist ja selbst so total euphorisiert, kann man so ein bisschen sich in den hineinfühlen und sagen, Mensch, der hat einen richtig miesen Abend heute? Ja, auch. Also ist ja nicht so, dass man, jeder, der Fußball spielt, verliert man ein Spiel oder hat man ein entscheidendes
Spiel einfach schlecht gespielt oder was auch immer. Man gewinnt eben nicht immer. Und deswegen weiß man, wie man in der Situation mit einem umzugehen hat. Man lässt ihn am besten in Ruhe. Das ist immer das Beste. weil ich glaube, da findet man einfach nicht die passenden Worte. Das ist eigentlich unmöglich, da das Richtige zu sagen. Nimmt man sich in den Arm und dann ist alles gesagt eigentlich in so einem Moment. Zeig, dass du besser bist als Messi, hat Jogi Löw gesagt. Ich würde es gerne mal ein bisschen transferieren. Ist das vielleicht dieser Satz so eine Art Vision oder Mission auch für dich? Ich meine, du bist jetzt 22, hast schon eine Menge erreicht im Fußball. Leo allerdings war schon viermal Weltfußballer des Jahres. Ist das eine Vision für dich, zu sagen, hey, wenn es geht, würde ich gerne mal der Beste der Welt sein? Wenn das geht, ja. Ja? Also aber mal hier doch. Endlich mal einer, der den Mund aufmacht und Mut hat. Ich glaube, man muss diesem Spieler sehr, sehr viel Respekt zollen. Ich glaube, was er in den letzten Jahren geleistet hat, über die Jahre hinweg, in jedem Spiel, in jedem Turnier auch, dass er gespielt hat, ist einfach unglaublich. Deswegen, für mich persönlich ist es auch ein großes Idol. Also man möchte den natürlich möglichst nacheifern. Ich glaube, das hat man damals als Kind gemacht, das macht man jetzt noch. Ist einfach unglaublich, wie er spielt. Und wie gesagt, ich glaube, viele Spieler wollen gerne der beste Spieler der Welt sein. Und deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, das zu erreichen. Und deshalb gehört, glaube ich, Lionel Messi oder auch eben Cristiano Ronaldo sehr, sehr viel Respekt gezollt momentan. Aber ich meine, wenn man mal so guckt, was du bisher so erreicht hast, es gibt ja Leute, die das Ziel setzen, der Beste der Welt zu sein, da ist es nicht so besonders realistisch. Mhm. Aber siehst du es für dich selbst als ein realistisches Ziel? Also wenn ich gesund bleibe, wenn ich fit bleibe, wenn ich immer an meiner Leistungsgrenze, dann könnte es irgendwann mal möglich sein, aber da steckt noch ganz, ganz viel harte Arbeit hinter, da muss vieles passen. Im Fußball ist alles so schnelllebig und auch intuitiv, dass man manchmal springt der Ball gegen Pfosten und geht raus. Es ist einfach dann auch manchmal eine Glückssache. Und fit also bleiben, gesund bleiben. Genau, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich persönlich für mich vornehme, weil ich glaube, der Rest kommt einfach auch irgendwo von selbst. Hm. Du hast vorhin schon mal gesagt, irgendwie, ja, also dieses WM-Tor ist jetzt schon ein paar Monate her, aber es wird dich natürlich immer irgendwie begleiten. Und wir hatten vor ein paar Tagen ein Vorgespräch und hast da auch gesagt, also ich glaube, das Tor werde ich nicht mehr los. Und dann haben wir beide gelacht und so ist es ja auch. Hast du manchmal vielleicht sogar Angst vor diesem Tor? Hast du manchmal denkst, dieses Tor, das du ja doch sehr früh in deiner Karriere erzielt hast, ist vielleicht irgendwann mal größer als du oder wird dir immer wieder mal vor die Nase gehalten? Gibt es diese Momente? Nein, ich glaube nicht. Es ist ausschließlich ein positiver Moment. Es ist ein Moment gewesen, der, glaube ich, ja, natürlich oft, sehr oft angesprochen wird. Aber wie gesagt, er ist ausschließlich positiv. Ich erinnere mich gerne an das Spiel, an das Tor, an das, was danach passiert ist mit der Mannschaft, mit allem drum und dran, an diese Weltmeisterschaft in Brasilien. Und deshalb glaube ich, dass ich das immer in positiver Erinnerung behalten möchte. Und natürlich irgendwann, vielleicht wenn ich 40 oder 50 bin, dann gibt es vielleicht andere Themen, aber das wird sich dann zeigen. Gut, bis dahin nehmen wir das Tor noch mit. Sehr schön finde ich auch André Schürrle. Schürrle ist gefragt worden, ein paar Wochen nach der WM, wie oft er das Tor schon gesehen hat. Er gesagt, 100.000 Mal. Allein in der ersten Woche hat er sich jeden Tag 100 Mal oder so angeguckt. Wie oft hast du es geguckt und B, ihr wart da zusammen, habt ihr noch ein Boot gemietet, wart zusammen im Urlaub, habt ihr da auf dem Fernseher das Ding in Dauerschleife laufen lassen? Nee, ich habe es auch oft gesehen, gerade danach, aber wenn man dann im Urlaub ist... Es wird immer schöner, oder? Die Flanke wird immer besser, ja. Hat Schül zumindest gesagt, ja. Und dann hat er mich auch irgendwann mal gesehen, aber ich glaube, natürlich, man hat sich sehr, sehr oft angeschaut, es ist ein toller Moment gewesen, aber... Wie gesagt, wir hatten 3 Wochen Urlaub, dann standen wir, glaube ich, nach 4 Wochen schon wieder auf dem Platz, hatten ein DFB-Pokalspiel und ich habe zum Thomas Müller gesagt, es geht schon wieder los. Ich glaube, man hat nicht wirklich so die Zeit, das zu genießen. Vielleicht irgendwann mal, wenn man seine Karriere beendet hat, aber momentan ist es wirklich so, dass Spiel auf Spiel folgt und einfach immer neue Aufgaben anstehen. Das wird einem dann auch immer bewusst, wenn man dann mal Deutscher Meister wird und Pokalsieg gefeiert hat und. Dann kommt die Weltmeisterschaft, das sind immer wieder neue Erlebnisse, neue Erfolge, die man auch feiert. Die schönen Momente, das wirklich schöne Momente sind. Und da will man dann natürlich auch irgendwo immer mehr, das ist klar. Das ist auch das Tolle daran. Wir wollen mit dem Tor langsam zum Abschluss kommen. Wir haben eine Sache. Eine Sache haben wir noch. Und zwar, wir waren mit der Kamera draußen
Und da merkt man einfach, und das wird dir dann auch nochmal beweisen, warum es auch Sinn gemacht hat, sich ein bisschen länger darüber zu unterhalten, wie tief das in den Herzen der Leute ist. Mit der Kamera raus und haben Leute einfach mal gefragt, könnt ihr für uns das Tor nochmal nachkommentieren? Was ist dabei rausgekommen? Pass zu Schürrle. Was macht Schürrle? Schürrle läuft über die Flügel. Ist der Wingman, ist der Wingman. Und Schürrle, Schürrle. Jetzt kommt dieser krasse Pass, Götze nimmt den an. Jetzt Mario schießt. Ja, Götze. Ah. Ja. Jawolli. Jawolli, Weltmeister. Geile Sau. Ja, mal einen riesen Applaus für unsere Hobby-Kommentatoren. Und nicht nur die hatten Riesenspaß, sondern auch ein guter Freund von dir oder ein guter Bekannter, Matthias Schweighöfer. Den haben wir nämlich gebeten, uns mal was zu schicken, ein kleines Video irgendwie. Und unter anderem wollten wir mal wissen, wie er dieses Tor von dir erlebt hat. Das ist sehr sehenswert. Das ist sehr sehenswert. Die Reaktion auf das Tor von Mario war folgende. Ich war in München. Ich saß mit Freunden da und wir guckten und dann kam dieses Tor und ich sprang auf und das Erste, was ich gemacht habe, Leute, ich habe seine Nummer! Ich habe seine Nummer in diesem Telefon, wenn ihr sie haben wollt! Es geht bei 5.000 Euro los und das hat sich echt hochgetaucht, das war super. Mario, an dieser Stelle hoffe ich, dass du den Anruf von der Person, die die Nummer erhalten hat, noch nicht bekommen hast, weil es wird eine Überraschung. Lass dich überraschen, mein Lieber. Okay? Ein spaßiger Kollege. Woher kennt ihr euch? Mal beim Film kennengelernt, Schlussmacher, oder? Genau, beim Schlussmacher-Dreh war ich mal kurz da und habe ihn beim Set besucht. Super Typ, also wirklich. Und der Anruf kam der schon, den er verhökert hat? Noch nicht. Ich bin gespannt, vielleicht kommt er noch. Du hast ja auch seine Nummer, könntest ja genau zurückschlagen. Also, wer die Nummer haben möchte. So, und zweite Sache noch, auch Matthias, möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Er hat sich natürlich schon Gedanken gemacht, was man aus so einer wunderbaren Hollywood-Geschichte machen kann. Ja, genau deswegen bin ich Schauspieler geworden. Klar, ich habe mir die Filmrechte von Mario schon gesichert. Ich mache daraus entweder einen Zweiteiler oder einen 18-Teiler fürs amerikanische Fernsehen. Die Rolle des Mario Götze würde ich mir nicht zutrauen, weil wie man doch jetzt gerade gesehen hat, scheitere ich schon nach zwei Versuchen, den Ball auf meinem Fuß zu halten und das nur auf dem rechten. Da war noch nicht mal der linke mit drin. Deswegen würde ich mir die Rolle des Mario Götze nicht zutrauen. Ich würde aber trainieren und ich wüsste, wenn ich die Rolle spielen würde, würde Mario sagen, Matthias, Junge, du schaffst das, du geile Sau. Ja, auch Matthias bekommt einen Applaus. Eher in deiner Rolle? Es wird schwierig, glaube ich. Ich habe es damals am Set hat das auch schon probiert gehabt, aber hat, glaube ich, Fortschritte gemacht, so wie es aussieht. Ach so. Damals nur einmal. So ungefähr, ja. So, jetzt wollen wir, lieber Mario, ein bisschen was persönlich über dich erfahren. Wir haben uns da so ein bisschen auf Spurensuche begeben, wollen so ein bisschen den Menschen hinter dem pathetisch WM-Helden kennenlernen. Enrico Wolski und Arnold Stieg werden uns dabei helfen. Wir wollen uns ein Bild machen von Mario Götze. Kein Problem, wo doch ohnehin fast jeder eins im Kopf hat von ihm, seit seinem goldenen Tor im WM-Finale, oder? Fragt sich nur, ob es auch das richtige Bild ist. Wenn man so einen Weltmeisterschaftstraum macht, sind halt extrem viele Leute und die wollen alle Freunde sein, sind Brüder, wollen zur Familie sozusagen gehören. Und da sagt er halt, das ist halt immer schwer, dann auch die an sich ranzulassen. Was natürlich hilft, um sich ein eigenes Bild zu machen, sind Menschen, die nicht nur glauben, Mario Götze zu kennen. So wie sein exakt 2 Jahre älterer Bruder, der bei Unterhaching spielt und mit ihm die Wohnung teilt. Er ist mein kleiner Bruder, mein bester Freund und alles in einer Person eigentlich. Seine Freunde. Ja, wir verstehen uns am Platz, aber auch außerhalb vom Platz sehr gut und ja, das macht ihn zu einem Freund. Mit dem man sich auch privat sehr gut unterhalten kann, was wir auch getan haben, was wir immer noch tun. Und sein Berater. Das ist schon ein Stück weit Familie. Also ich bezeichne Mario als ein Familienmitglied von unserer Agentur, aber auch von mir persönlich. Den Fußballstar Götze kennt wohl kaum jemand besser. Doch wo hat eigentlich alles angefangen? Hier, in Ronsberg im Allgäu, wo Mario und sein Bruder die ersten Jahre ihres Lebens verbringen. Die Wurzeln sind halt da und deswegen würde ich auch eher sagen, dass wir Allgäuer Bazis sind.
Der erste Fußballverein, der SC 1919 Ronsberg. Sie haben den kleinen Mario trainiert und Interessantes zu berichten. Er hat in Bayern Bettwäsche geschlafen, auch noch, wo er schon in Dortmund war. Habe ich selber gesehen. Die anderen, die haben ihm halt immer die Schuhbändel aufgemacht, unterm Training, weil er sie oft so hergespielt hat. Und dann hat er jedes Mal wieder zu mir kommen müssen und ich habe die Schuhe wieder neu binden müssen. Wir haben hier im Ort ja auch einen kleinen Skilift. Die Großeltern von ihm waren da die Inhaber, also durfte er natürlich immer umsonst Skifahren. Also im Winter waren sie auch schon von klein auf im Winter beim Skifahren, im Sommer halt dann Fußball und alles, was mit Sport zu tun hat. Schosche war es in Ronsberg mit dem großen Bruder. Jeden Tag 3-4 Stunden auf dem Fußballplatz und einfach jeder gegen jeden. Und da hatten wir dann noch ein paar Freunde und in einem 1900-Menschen-Dorf. Das war schon immer, es war eine lustige Zeit doch. 1998 der Umzug nach Dortmund, wo beide Götzes vom BVB entdeckt werden. In der U19 macht Mario hier die Bekanntschaft von Jugendtrainer Peter Hüballer. Ja, und dann kam ein kleiner Moppelinger Junge, kam dann da an. Und wir hatten immer so ein Ritual, also jeder neue Spieler, ob es Probespieler war oder halt ein Spieler aus einer unteren Jahrgangsklasse, musste sich vor der Mannschaft vorstellen. Das sind halt schon immer dann lustige Sachen, wenn du dann halt deinen eigenen Bruder siehst, wie er halt so völlig nervös zum ersten Mal mit 16 Jahren vor 20 anderen Jungs sprechen muss. Mit einem überragenden Satz, ich bin der Mario. So, dann war das Ding dann auch erledigt, also keine großen Sätze dahinter. Unverwechselbar sein besonderes Talent und seine besondere Art. Mario ist ein Typ, du kannst ihn beschimpfen, du kannst ihn loben, du kannst ihn kritisieren. Da kommt nicht so viel Feedback von ihm zurück, aus dem Gesicht heraus oder halt mit Worten. Und man muss ihm seine Freiheiten lassen, seinen Spaß lassen. Und das hat der Hüballer dann auch erkannt. Der blieb immer gleich. So, wenn er ein Tor geschossen hat, war gut. Wenn er einen Ballverlust hat, ja gut. Es ist halt schwer, dann mit so einem Spielertypen klarzukommen, der dann auf einmal, du sagst ihm was und der reagiert nicht. Doch es gibt Ausnahmen, wie das verlorene A-Jugendfinale 2009. Damals weinen alle, Spieler und sogar der Trainer. Ich habe jeden Spieler in den Arm genommen, weil es ist ja auch mal so Abschluss einer Saison. Und er nimmt mich auch in den Arm und sagt, Trainer, komm, wir machen das schon. Also letztendlich tröstet eigentlich ein 16-jähriger Junge, tröstet dich. Also er war jetzt nicht der einzige Spieler, wo wir uns gegenseitig getröstet haben. Aber wo du einfach auch merkst als Trainer, da steckt auch viel mehr drin als nur dieses Pokerface oder nur dieses Coole. Das ist er nicht. Er ist ein ja, richtig guter Junge. Der am 21. November 2009 zum ersten Mal in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Im Alter von 17 Jahren. Mit 18 dann das erste Tor. Götze, mehr als nur ein Supertalent. Ich glaube, bis zu 90% bist du der Fußballer. Aber um ganz nach oben zu kommen, brauchst du dann halt auch eine ganz bestimmte Mentalität und die hat er. Von da an wird es schwerer, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Nee, will er auch nicht. Also er will einfach sein Fußball spielen. Was jedoch nicht heißt, dass er nur Fußball im Kopf hat. Sowas ist auch immer ganz wichtig und sowas ist auch sehr selten im Fußballgeschäft, dass man eine Person hat, mit der man auch ja, worüber anders reden kann. Er ist für einen da, wenn man braucht und dann, ja. Das Bild fügt sich zusammen. Also er ist ein extremer Familienmensch. Das ist ihm auch sehr wichtig, weil er halt einfach sagt, dass er denen zu 100% vertrauen kann. Und sonst ist es halt wirklich schwer, vor allem wenn man so einen Weltmeisterschaftstraum macht oder so. Und vermutlich ist es ein anderes Bild, als viele von uns gedacht haben. Er schützt sich auch sehr oft selber, wenn er dann auch so ein bisschen wunderbar wirkt. Aber ich kenne das ja gut. Manche ja, schildern das so ein bisschen als Arroganz und Überheblichkeit. Glauben Sie mir, Mario ist ein hochsensibler, feiner, junger Mann. Der uns obendrein auch noch zum Weltmeister gemacht hat. Es geht auch ein bisschen rein, oder? Das ist schön. Ja. Dein Bruder, netter Kerl. So nett wie der war, kochst du jetzt morgen wieder für den, oder? Hat er verdient. Hat er verdient, ja. Für die Aussagen, die er getroffen hat. Ja, man muss wissen, ihr wohnt zusammen in der WG, ne? Genau. Läuft das immer einfach? Größtenteils, ja. Was läuft nicht so gut? Das Kochen. Okay, Haken dran. Und
Aber weil so ein richtiger Bruder, der muss natürlich auch mal, einen muss er schon mal austeilen. Und einen hat er uns noch mitgegeben, sozusagen als kleines Extra-Zucker, als Nachschlag. Oh, oh. Und zwar diesen hier, Fabian Götze. Und nichts als die Wahrheit über Mario. Ja, lässt sich halt nichts sagen, hat einen ziemlichen Dickschädel. Mag ich gerne, weil ist halt immer lustig, wenn er da mal wieder seinen Dickschädel durchsetzen will und man selber sagt, nee, ist jetzt nicht. Ist halt immer dann sehr, sehr lustig, ja. Ist das so eine Eigenschaft von dir? Willst du sagen, bist du zielorientiert oder dickschädlich? Es ist beides so ein bisschen, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube, es gibt immer Momente, wo ich dann ziemlich stur wirke, ja. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Eigenschaft von mir, definitiv. Weiß ich nicht. Kann ja, weiß nicht, welche Beispiele du jetzt meinst, aber kann ja manche Situationen auch mal ganz gut sein. Ne? Ja, es kommt immer drauf an. Aber es ist wirklich manchmal so, wenn ich mir was an den Kopf gesetzt habe, ob es nur eine Sache ist, die man dann umräumen möchte in seinem Zimmer etc., ob es vielleicht dann Sinn macht oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Verstehe. Aber solche Dinge sind dann eben der Fall. Ja. Ja, ist natürlich blöd, wenn man mit dir zusammen wohnt und der Fernseher steht jeden Tag im anderen Zimmer. Zum Beispiel. Ja, genau. Das ist doof. Hat ja vielleicht auch was mit der Allgäuer Luft zu tun, die du schon früh geschnuppert hast. Im Allgäu sind die Menschen ja bekanntlich sehr charakterfest. Wir wollen noch mal reingucken auf dieses wunderbare Bild. Das sind ja so historische Dokumente. Das ist der erste Spielerpass von Mario Götze. Also wer das nicht weiß, wenn du in Deutschland im Verein spielst, brauchst du einen Spielerpass. Und den haben wir hier. Ah, da war ich noch schmächtig. Ja. Aber der ist doch wirklich echt ganz bezaubernd. Ein wunderbares Dokument. Wie präsent ist die Erinnerung noch an diese Zeit, auch an die Nummer mit der Bayern-Bettwäsche? Ja, natürlich hat man gewisse Erinnerungen an das Allgäu. Ich habe da bis zu meinem 6. Lebensjahr gewohnt. Ich habe damals noch ein Trikot von Sir Roberto gehabt, von Bayern. Wir waren in den Ferien eigentlich immer bei meinen Großeltern, am Weihnachten bei meinen Großeltern gefeiert, sind dort Ski gefahren. Natürlich hatte man dann eigentlich immer eine gewisse Verbundenheit zum Allgäu und auch zu der Familie dort unten. Und so hat sich das eben ergeben, dass wir dann auch in den Schulferien etc. immer dort unten waren. Und es wird auch dieses Jahr, denke ich, wieder der Fall sein. Die Bettwäschennummer stimmt. Die stimmt leider, ja. Wieso leider? Nein, die stimmt. Ich hatte von Bayern Bettwäsche und ich hatte auch ein Trikot von Sir Roberto damals. Ich glaube, dadurch, dass ich eben auch im Allgäu war, dass ich in Memmingen geboren bin, dass ich eben auch dann... ja, relativ schnell in München war eben diese Verbindung da. Also gab es eigentlich schon von Anfang an auch gewisses bayerisches Blut, ja, sozusagen auch in Richtung auf den FC Bayern. Und das muss ja nicht zwingend beißen. Du bist dann umgezogen, glaube ich, so ungefähr mit 6 nach Dortmund. Genau. Dann ist ja klar, dass man sich dann eher in Richtung Dortmund, BVB orientiert. In welcher Jugend bist du zum BVB? In der E-Jugend, E1 war das. Ja, also schon recht schnell. Und hast dann die ganze Jugend da durchgespielt. Diese wunderbare Geschichte mit deiner ausschweifenden Rede vor der A-Jugend, stimmt die? Leider, ja. Das war so ein Moment, wo ich gerade mit 16 Jahren, ich habe da mit meinem Bruder trainiert, mit den etwas Älteren. Und da war ich wirklich sehr, sehr nervös. Und ich wusste, wie der Trainer eben war. Und mein Bruder hat mich schon ein bisschen vorbereitet. Es war wirklich, da war ich sehr, sehr nervös, klar, als 16-Jähriger da zum ersten Mal mitzutrainieren. Und dann noch eine Rede zu halten. Aber sie fiel relativ kurz aus. Ja. Ich bin der Mario. Genau. Würdest du dich denn selbst als introvertiert, du wirst gerne mal so in Zeitungsartikeln als introvertiert beschreiben, bist du ein introvertierter Mensch oder ist das nur das Gesicht, das du nach draußen zeigst? Es kommt immer drauf an. Ich glaube, die Menschen, die mich auch kennen und die ständig in meinem Umfeld auch sind, da bin ich definitiv anders. Also ich bin normalerweise eigentlich relativ zurückhaltend und schüchtern. Aber je nach Situation dann auch eben. Ich bin eben auch ein Familienmensch, bin gerne zu Hause, habe gerne meine Leute um mich rum. Das macht mir einfach Spaß und es ist auch einfach toll, dass die Momente, die man dann auch erlebt, ob es Urlaube sind, ob es eben diese Momente im Stadion sind, das ist einfach mit der Familie zu genießen. Und ich glaube, darum geht es ja auch ein Stück weiter. Ja. Verstehst du eigentlich, warum du manchmal in bestimmten Medien dann gerne mal so als kalt oder unnahbar beschrieben wirst? Empfindest du das als unfair oder als ungerecht? Weil es ist ja nun mal nicht jeder zum Sprücheklopper und zum Fronttänzer geboren. Ich meine, es gibt ja auch nochmal unterschiedliche Menschen. Ja, natürlich. Also deswegen, man muss sich dem ganzen Jahr dann nicht anpassen. Ich bin auch sehr, sehr jung, ich bin 22, ich kann nicht alles richtig machen. Und deshalb, man muss auch eben dann erstmal diese ganzen Prozesse kennenlernen, die Abläufe kennenlernen. Man muss einfach auch mal ein bisschen Spielraum lassen für Fehler, die man dann auch macht, auch was die Öffentlichkeit betrifft, was Fußball betrifft. Da braucht man auch eine gewisse Zeit. Ich glaube, die braucht jeder. Ich glaube, wenn man macht eine Ausbildung, man geht dann irgendwann arbeiten, das ist ganz normal. Und deshalb, das dann natürlich dann in der Form dann auch bei der Weltmeisterschaft so zu lesen, ist natürlich dann auch eine Sache, die einem dann vielleicht nicht ganz kalt lässt. Aber die Leute, die mich kennen und die wissen, wie ich bin, mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, ob es bei Bayern ist, ob es beim DFB ist, die wissen, wie ich bin, meine Familie etc. Und ich denke, dass sie mich als Menschen dann auch schätzen. Ja.
Hier scheint auch das durchaus so anzukommen. Ich habe mal so überlegt in der Vorbereitung, vielleicht liegt es auch an der Sache, die Peter Hyballa beschrieben hat, nämlich, dass du so ein Typ bist, der die Dinge scheinbar äußerlich unbeeindruckt verarbeitet. Also was er erzählt, ist ja eigentlich ganz interessant. Also man kann dich anschreien oder loben, oder das war wahrscheinlich so in der Jugend, oder Ball verloren oder rein, egal. Ist so, dass das du einfach von deiner Natur halt auch so bist, dass du keine großartigen emotionalen Regungen zeigst, dass aber bei dir innen drin der Kessel brodelt? Genau, also so würde ich es beschreiben. Es ist wirklich so, dass man nimmt eigentlich alles wahr, was passiert, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der das direkt rauslässt oder zeigt oder Kontra gibt etc. Aber man kann davon ausgehen, dass ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber mache, ja. Also, dass du die Dinge auch mitnimmst und sie auch verarbeitest. Ja. Und du kannst ja heute Peter Hyballa verraten, wenn er dich früher angeschrien hat. Du hast schon zu Hause drüber nachgedacht und beim nächsten Mal versucht, alles besser zu machen. Das ist mit meiner Familie bearbeiten. Ich hoffe, das weiß er, dass er das gesagt hat. Alles klar. Ein Thema, das dir natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung Probleme bereitet hat, das ist ja klar, ist damals der Wechsel gewesen natürlich von Dortmund zu Bayern. Das ist logisch. Bis dahin warst du eigentlich, fand ich, schon so ein bisschen everybody's darling. Das hat sich da in Teilen ein bisschen geändert. War dir in dem Moment bewusst, ich habe mich mit deinem Management nämlich lange unterhalten und die haben mir gesagt, es ist nicht so, dass dein Management deine Entscheidungen für dich trifft, sondern die beraten dich, aber am Ende die Entscheidung zu Bayern zu wechseln, hast du komplett selber getroffen mit deiner Familie, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja? In dem Moment, dass du diese Entscheidung getroffen hast, die dir bestimmt nicht leicht gefallen ist, hast du gewusst, was auf dich zukommt für Theater? Nein, nein. Also für mich... Vorab erstmal ist mein Leben, es ist meine Entscheidung, ich muss da damit leben, ich muss damit umgehen, deswegen werde ich immer alles selbst entscheiden und ich werde mir Ratschläge einholen, das ist ganz klar, weil ich bin 22, kann nicht alles wissen und kann auch nicht alles richtig machen, aber die Entscheidung im Endeffekt treffe ich selbst. Es war keine einfache Entscheidung, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Für mich war es, ich wollte eine neue Herausforderung haben, ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte einfach auch unter dem Trainer trainieren und mit der Mannschaft spielen, viel von den Mitspielern lernen. Es war einfach eine neue Herausforderung für mich und der wollte ich nachgehen. Ich wusste in dem Moment nicht, was auf mich zukommen wird. Ich bin gerade 21 geworden. Ich war, glaube ich, noch 20. Theater dann in der Öffentlichkeit und so weiter. Das war nicht vorhersehbar in der Situation. Es ist natürlich so gewesen, du hast gesagt, und auch völlig zu Recht gesagt, mit 22 kann man die alles perfekt machen. Damals war es ja noch jünger. Da sagt man dann vielleicht auch mal einen Satz, den man hinterher bereut. Und dann lernt man auch, wie dieser Mechanismus der Medien funktioniert. Mhm. Man sagt den Satz, ein paar Monate vorher gesprochen, ich kann mir vorstellen, ich bleibe mein ganzes Leben lang hier. Der in dem Moment auch so gemeint war? Der war in dem Moment so gemeint. Ich war im Januar sogar. Wir waren im Wintertrainingslager. Ich hatte mir eine neue Wohnung gesucht, weil ich damals noch zu Hause gewohnt habe. Wollte ich irgendwann mal ausziehen. Und deshalb, für mich war klar, ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach die Vorstellung, dass es so sein könnte. Aber in den ein, zwei, drei Monaten da... eben den folgenden Monaten hat sich dann so ergeben und ich habe mir lange darüber den Kopf zerbrochen, habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ob ich eben diesen Schritt gehe, weil ich auch erst 21 werde, damals in der Situation im Sommer und das war natürlich ein großer Schritt, dann auch von zu Hause wegzugehen. Ich wollte erstmal nur aus dem Elternhaus raus, aber möglichst nah bei meinen Eltern wohnen, damit ich nicht immer noch den Kontakt habe, damit ich nicht selber kochen muss, aber... gewaschen wird. Gewaschen wird zum Beispiel. Ja. Und deshalb war in der Situation für mich, stand das eben auch im Raum, dass ich dort bleibe. Aber es hat sich dann eben so ergeben und dann, dass die Situation dann so auch außer Kontrolle gerät in dem Moment, war natürlich schon nicht so ganz so einfach. Es ist ja so, ich glaube, egal in welchem beruflichen Feld in der Gesellschaft jemand eine berufliche Entscheidung trifft, das Thema Geld spielt dabei immer eine Rolle. Aber hat das für dich bei der Entscheidung die Hauptrolle gespielt oder was war deine Hauptrolle sozusagen? Also meine Hauptrolle war eben, dass ich einfach eine neue Herausforderung wollte. Ich habe die ganze Jugend in Dortmund gespielt, ich habe meine ersten Jahre in Dortmund gehabt, ich wollte unbedingt unter dem Trainer mal trainieren, unter Pep Guardiola. Und, das war schon so ein Ding, was dich gekitzelt hat. Definitiv, Pep, hat er angerufen, gesagt, ich will die haben oder? Ja, auch. Ach so, was noch? Er hat mit mir telefoniert gehabt in der Situation und hat dann auch gesagt, dass er mich haben möchte, dass er mit mir zusammenarbeiten möchte. War damals der beste Trainer der Welt, muss man dazu sagen. Hat jeden Titel abgeräumt, den man abräumen konnte. Klar, verstehe ich. Das war natürlich, das konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe mir lange darüber den Kopf zerbrochen und es war natürlich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für mich. Jetzt bist du beim FC Bayern München und ich denke, verdammt,
glücklich so, wie es im Moment läuft, das kann man so sagen. Wollen wir gleich ausführlich noch drüber reden. Jetzt aber würde ich vorschlagen, schauen wir ganz kurz in etwas hinein, was Mario für Sie und für euch da draußen hat. Das Audi StarTalk Gewinnspiel. Liebe Fußballfans, gleich habt ihr die Chance, ein Audi A3 Cabriolet zu gewinnen. Nämlich meins. Kein Witz, dieser Audi ist wirklich meiner. Aber am Ende der Saison könnte er deiner sein. Deswegen weiterhin gut aufpassen im Audi StarTalk. Gleich geht's weiter. Also, dranbleiben und genau zuhören. Jetzt mitmachen auf sky.de/Audi StarTalk. Viel Glück, euer Mario. Mario Götze, unser Gast heute im Audi StarTalk. Er hat gerade sehr offen und ehrlich nochmal die Situation Revue passieren lassen bezüglich seines Wechsels damals. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber schon so, dass du nach wie vor Borussia Dortmund gegenüber schon Dankbarkeit empfindest für das, was du dort erlebt hast, was du dort erfahren hast. Definitiv, absolut. Also es war damals so, dass mein Bruder schon bei Dortmund gespielt hatte zu der Zeit und ich unbedingt auch dorthin wollte. Und ich habe dort meine komplette Jugend eigentlich verbracht. Ich habe da die Jugendnationalmannschaft gespielt. Ich habe dort mein erstes Spiel in der Bundesliga gemacht, in dem Stadion, mit den Fans, mit der Mannschaft, mit dem Trainer. Das ist auch das Erste, was du wahrscheinlich am Samstag fragst, wenn das Spiel der Bayern vorbei ist. Wie haben die anderen gespielt? Zum Beispiel. Ja, ich läuft ja im Moment nicht so dolle, ne? Muss man ja sagen. Leidest leider. Du sehr mit, Marco, dein Freund spielt ja da auch, leidest du sehr mit denen im Moment, mit den alten Kollegen? Ja, also war ja auch wieder verletzt, unglücklicherweise. Gerade auch die Situation vor der Weltmeisterschaft. Ich glaube, gerade als Fußballer, man weiß, ich war auch schon mal länger verletzt und man weiß eben, wie man sich in so einer Situation fühlt, dann wird man auch Weltmeister. Das war eine bittere Erfahrung für ihn und gerade jetzt auch, dass er sich wieder verletzt hat und dann muss man sich zurückkämpfen, zurückarbeiten. Und deswegen, ich bin guter Dinge, dass sie wieder in die Spur finden, dass sie wieder ihre Punkte holen und davon bin ich fest überzeugt, ja. Also so, dass jetzt hier von Abstiegskampf und so weiter zu sprechen, willst du jetzt auch für verfrüht halten, man muss ja auch ein bisschen... Genau. An der Stelle. Habe ich absolut keine Sorge, das werden sie auf jeden Fall hinkriegen. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Marco Reus, dein Freund, wenigstens kann er wieder Fußball spielen, das ist ja immer eine ganz schöne Sache. Du aber bist jetzt seit über einem Jahr hier Profi beim FC Bayern und da wollen wir jetzt auch mal ein bisschen reingehen, denn ich glaube, man kann schon sagen, im Moment läuft super, aber es war eine intensive Zeit mit Höhen und mit Tiefen. Valentina Malieri. Ja, man hat auch ein bisschen das Gefühl, das Ding in Brasilien hat dir Rückenwind gegeben. Das kann man schon, also ich finde, du spielst unglaublich befreit und selbstbewusst auf. Du bist Führer der Torschützenliste. Es ist schon schlechter gelaufen, oder? Ja, das stimmt. Gerade auch, wenn man jetzt von der letzten Saison spricht. Ich bin mit einer Verletzung hier gekommen. Dann kam direkt danach wieder dieses Foul, wo ich dann auch eben eine Zeit lang nicht spielen konnte und musste mich dann wieder zurück... Das ist ein neuer Verein. Das ist natürlich auch Riesenmist. Ne? Genau. Also die Situation war nicht so leicht in dem Jahr, aber ich denke, ich habe es relativ gut gemacht und habe auch meiner Statistik zu urteilen eigentlich relativ gute Werte gehabt. Von daher sehe ich das letzte Jahr als nicht so schlecht, wie es manche beschreiben. Ne? Jetzt aktuell eben läuft Bombinski. Aktuelles Beispiel, 2 Buden am Wochenende. Eine schauen wir uns nochmal an. Ich glaube, es gibt nicht viele Spieler in der Bundesliga, die so eins machen. War das zum 4-0? Das ist immer alles Instinkt, ne? Weil der Oder ist das Training? Trainierst du sowas 100-mal im Training, dass du den Ball mit der Kurve schießt? Es ist auf jeden Fall auch Training, aber in so einer Situation, man weiß natürlich nicht, wohin geht der Gegenspieler, wo ist man gerade auf dem Platz, wo steht der Torwart etc. Das ist natürlich dann alles sehr, sehr intuitiv. David hat mich da gut gesehen in dem Moment und an anderen Tagen geht er vielleicht vorbei, diesmal geht er rein. Deswegen, man darf einfach nie aufhören, dann auch an sich zu arbeiten und immer weiterzumachen. Ganz stark. 6 Tore jetzt. Ich meine, klar, Teamerfolg steht über allem, aber gibt es so ein bisschen im Hinterkopf, warum nicht? Torjägerkanone nehme ich auch mit, wenn sie kommt. Ja, also, warum nicht? Aber wir sind noch früh in der Saison und klar, wichtig ist, dass wir unsere Punkte holen, das haben wir getan. Wenn man dann persönlich natürlich noch trifft, dann ist es umso schöner und wenn man der Mannschaft dann helfen konnte. Und das ist mir am Wochenende auch wieder gelungen und ich denke, es ist für die Mannschaft alles auch für mich einfach auch dann was Positives. Ja. Aber intern ist jetzt schon die Stimmung so, weil viele haben ja gedacht, irgendwie die Bayern nach der WM, das ist vielleicht eine Chance mal für andere, die da von der Spitze abzulösen. Sieht der jetzt im Moment nicht so aus, das wird ein Durchmarsch, oder? Schön wäre es, ja, natürlich. Also ich glaube, hätten wir auf jeden Fall nichts dagegen, aber
wir sind früh in der Saison, wir haben noch einige Spiele vor uns, wir haben noch ein langes Jahr vor uns, hoffentlich, und wollen es natürlich möglichst erfolgreich bestreiten, und deshalb müssen wir momentan noch die Kirche im Dorf lassen, aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben jetzt wieder Champions League und darauf müssen wir uns wieder konzentrieren. So, rund um den Verein kommen jetzt noch ein paar Fragen, nicht von mir, sondern von den Fans. Frag deinen Star. Hi Mario, grüß dich. Hola Mario. Meine Frage an dich ist, ob es dich freuen würde, wenn Marco Reus zum FC Bayern wechseln würde. Wer ist dein bester Freund bei Bayern? Mario, du bist voll süß und voll hübsch. Welcher Trainer ist besser, Kloppo oder doch Guardiola? Was meinst du? Ja. Einfach mal die letzte gleich auf. Kann man die vergleichen, Kloppo, Guardiola? Schwierig. Also jeder ist auf seine Art und Weise, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer. Jeder hat eine differenzierte Philosophie. Also es ist einfach für mich persönlich, wenn ich jetzt zurückblicke und schaue, dass ich unter Klopp trainiert habe, dass ich unter Löw trainiert habe und unter Guardiola. Ich glaube, das ist einfach schön und auch für meine Entwicklung positiv. Und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Und sie sind einfach auf ihre Art und Weise einfach einmalig. Aber das sind die drei Namen, die du genannt hast, für dich auch die besten Trainer, die wir in Deutschland haben? Ich kann natürlich die anderen Trainer nicht, kann ich nicht beurteilen, wie die anderen Trainer sind, aber ich habe definitiv nur positive Erfahrungen mit diesen Leuten gemacht. Besser wird es jetzt nicht, weil die Frage war, wer besser ist, Klopp oder Pep, damit es ist schwierig zu beurteilen. Also jeder ist auf seine Art und Weise einfach sehr, sehr gut. Man sieht ja, Dortmund spielt eventuell mehr über Konter, über eben schnelles Fußballspiel nach vorne. Guardiola ist eher der Verfechter davon, den Ball zu halten, keine Konter zu kriegen. Ich glaube, wir haben am Wochenende auch wieder sehr, sehr wenig zugelassen. Wir haben wieder 6 Tore geschossen. Ich glaube, es ist einfach, einfach toll, einfach, dass ich unter den beiden Trainern spielen durfte. Noch so ein Thema beim FC Bayern ist ja relativ diese Geschichte. Ihr habt einen großen Block an Spaniern, also viele spanische Kollegen in der Mannschaft. Wie würdest du sagen, kommst du klar mit den Spaniern? Ist das Spanisch kann ich noch nicht. Nee? Es ist schwierig, aber... Ich sehe da kein Problem. Ich glaube, wir verfolgen alle das gleiche Ziel. Und das ist das alles Entscheidende. Da gibt es keine Sprachbarrieren. Im Englisch kommt man eigentlich immer relativ weit. Von daher ist es eigentlich kein Problem. Und dann muss ich sagen, ganz ehrlich, Xabi Alonso, ich meine, klar, ist ein Weltklasse-Spieler, aber dass er so einschlägt und wie der agiert, das ist unfassbar, finde ich. Also, wir haben auch nochmal dieses Tor jetzt hier gegen Bremen. Die absolute Schlitzohrnummer. Also ich meine nicht nur, dass er ein fantastischer Ballverteiler ist, jetzt trifft er auch noch. Wie erlebst du ihn? Ich meine, das sind doch die Jungs, an denen man sich auch noch orientieren kann. Ja, definitiv. Also er ist ein sehr erfahrener Spieler. Er hat so viel erlebt schon. Und das ist, glaube ich, das hat er super gemacht. Also in dem Moment. Wie ist der so? Ist der eine coole Socke im Training oder wie kommt der rüber? Ja, also total bodenständig, total entspannt. Also ich komme sehr, sehr gut mit ihm aus. Ich glaube, jeder bei uns. Und man kann sehr, sehr viel von ihm lernen. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und der ist eindeutig, das muss man wirklich sagen, auch eine tolle Verstärkung für die Mannschaft. Jetzt steht die Champions League vor der Tür. Ich meine, wir sind ja alle auch ganz neugierig. Geht nach Rom. Mit welchen Gefühlen fährt man da hin? Positiv. Ich war noch nie in Rom, also ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich wieder auf Champions League. Es ist immer ein großartiger Wettbewerb. Und wir werden sehen, was uns erwartet. Wir haben 6 Punkte, wir können mit breiter Brust hinfahren. Und wir müssen da einfach auch dann unsere Hausaufgaben machen für die Gruppenphase. Ich bin guter Dinge und ich freue mich auf das Spiel. Hast du die Römer schon mal gesehen dieses Jahr irgendwie? Studiert? Weißt du, wie die sind? Studiert habe ich sie nicht. Nee. Macht der Trainer dann genau. Schon Videosequenzen. Soll der Trainer machen. Ja, alles klar. Der Fan hatte noch wissen wollen, wer ist dein bester Freund beim FC Bayern? Kann man das sagen? Ich verstehe mich eigentlich mit allen sehr, sehr gut, aber ich denke, dass ich mit den jüngeren Spielern natürlich besser auskomme, weil sie eben dann auch auf meiner Wellenlänge sind, ob es der David ist, ob es der Jerome ist. Aber im Grunde genommen gibt es innerhalb eigentlich keine Probleme. Aber wie gesagt, die jüngeren Spieler sind meistens an die ich mich halte. Und die Frage kann ich natürlich nicht ersparen, auch die gehört dazu. Hoffst du, dass Reus bald auch beim FC Bayern spielt? Achtung, Fangfrage. Ja. Nein, also ich verstehe mich sehr, sehr gut mit Marco. Ich freue mich immer, wenn wir uns bei der Nationalmannschaft sehen. Wir hatten ein super Jahr in Dortmund und ich verstehe mich sehr, sehr gut mit ihm. Ich glaube, das ist klar. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er kommt, aber ich glaube, das ist seine Entscheidung. Da kann ich nichts zu sagen. Das ist ein super Bild. Ja, ihr zwei. Deswegen, das ist seine Entscheidung. Das muss er wissen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er da ist. Was meint das Publikum? Reus zu Bayern?
Muss man fairerweise dazu sagen, hätten wir die Sendung in Dortmund gemacht, wir hätten gesagt, Reus bei Dortmund bleiben. Hätten mindestens genauso viele enthusiastisch geklatscht. Viele erinnern sich natürlich, wenn es um Marco Reus geht, an diese unglaubliche Geste von dir, weil ich glaube, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Haben Sie alle miterlebt, bei der Siegerehrung, bei der Weltmeisterschaft hat er das Trikot von Marco Reus mit der 21 hochgehalten und hat in diesem Moment an ihn gedacht. Und Marco selbst ist da, glaube ich, auch heute noch ziemlich berührt von. Ja, es war natürlich für mich in der Situation, weil ich bei der WM nicht dabei sein konnte, natürlich extrem bitter. Konnte der Mannschaft nicht helfen und natürlich den Pokal nicht nach oben stemmen. Was ich natürlich gesehen habe und was natürlich nicht selbstverständlich ist, als Mario dann mein Trikot hochgehalten hat, ist natürlich eine unglaubliche Geste gewesen. Vor allem dann in der Situation dran zu denken, wo man dann einfach, glaube ich, seinen Gefühlen einfach freien Lauf lässt und wo man dann einfach Weltmeister wird, ist es dann nicht selbstverständlich, dass man dann Trikot hochhält von jemandem, der verletzt ist und vor allem der nicht dabei ist. Von daher habe ich mich bei ihm auch bedankt dafür. Und das war auf jeden Fall nicht selbstverständlich und war eine große Aktion von ihm. Ja, Mario, grüß dich. Ich bin's, Marco. Ich bin in Dortmund, wie du siehst, dein alter Club. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Audi Star Talk und mach's gut. Eine der wirklich schönen Geschichten in diesem Jahr, finde ich. Ich habe das Trikot hast du mitgebracht. Das genau. Ist das gewesen, das so für Marco hochgeholt hat. War das eine spontane Nummer oder hast du das schon am Nachmittag überlegt? Ich hatte es mir am Nachmittag schon überlegt gehabt. Natürlich musste das alles so laufen, wie es eben gelaufen ist. Klar. Ich hatte es mir beiseite gelegt und es war einfach ein Moment, glaube ich, für ihn, der nicht einfach war. Weil er war so lange auch in der Vorbereitung dabei. Er hat das Ganze schon so ein bisschen miterlebt und konnte dann nicht mit nach Brasilien fliegen. Ich glaube, das war schon ein harter Moment. Und dann noch zu sehen, wie wir im Finale stehen, wie wir dann noch gewinnen. Ich habe mir kurzzeitig gedacht, ob ich es lieber doch sein lasse, weil ich weiß nicht, ob es immer so toll ist, wenn man das Foto dann sieht mit der ganzen Mannschaft und dem Pokal, wenn man dann sein Trikot sieht und immer wieder daran erinnert wird. Aber ich habe mir gedacht, er war einfach ein Teil der Mannschaft und ist ein Teil der Mannschaft und er gehört einfach dazu und deshalb wollte ich das unbedingt machen. Große Geste. Große Geste. Da sieht man auch mal, wie wichtig das eben ist, auch im Fußball, das Thema Teamgeist, wenn man nicht nur an sich denkt. So, wenn wir gerade schon bei berühmten Szenen nach Schlusspfiff sind in Rio, haben wir noch was Schönes. Schönes Bild nämlich. Und zwar, dieses Bild ist dort entstanden. Man sieht dich und man sieht unsere Bundeskanzlerin im vertrauten Zielgespräch, Frau Merkel. Und ein Bild finde ich besonders interessant, und zwar dieses hier. Erzählt sie dir da nochmal dein Tor nach? Wie sie es gemacht hätte, ja. Wie sie... Sie wollte, dass der Ball ein bisschen höher ins Netz fliegt. Deshalb. Sie hätte ihn höher gebraucht, genau. Sie hätte ihn gleich mit dem Kopf gemacht. Genau. Aber worüber habt ihr geplaudert? Darf man das sagen? Ja, also ganz normal über das Spiel. Sie hat sich unheimlich gefreut für die Mannschaft, für Deutschland natürlich auch. Und einfach, es war sehr, sehr entspannt. Wir hatten eine ausgelassene Stimmung und es war einfach total entspannt. Wir haben uns über das Spiel unterhalten, über das Turnier, über Brasilien etc. Diese Dinge, die eben zu der Zeit einfach anstanden. Gibt es auch dieses lässige Bild von der ganzen Mannschaft, wo ich glaube, Thomas Müller war nackt, hat sich schnell ein Handtuch gegriffen, irgendwie dazuzukommen. Ich weiß nicht, ob wir das mal zeigen können, liebe Kollegen, weil ich glaube, so wahnsinnig viel hattest du auch nicht an bei dem Bild. Zwei Handtücher, ja. Nee, stimmt, es war eigentlich relativ kurzzeitig nach dem Spiel, als wir geduscht hatten. Deshalb blieb da nicht viel Zeit. Wir hatten nur eine Möglichkeit, einmal ein Bild mit der ganzen Mannschaft zu machen, deshalb ja, möglichst gleich, schnell aufs Bild. Gleich zugeschlagen. Ich meine, wir haben ja schon einige Gäste in den letzten Jahren gehabt und viele Kollegen von dir und mit dem einen oder anderen haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Eigentlich sagen alle, Begegnungen mit Frau Merkel sind was Besonderes, sind auch manchmal durchaus unterhaltsam. Hören wir noch mal ganz kurz rein. Basti Schweinsteiger haben wir, glaube ich, und Manu Neuer. Sie kommt ja oft so relativ spontan rein und wir müssen ja auch duschen und auf einmal stehst du da halbnackt neben der Bundeskanzlerin, das ist schon immer komisch. Ja, ich habe ein Handtuch drum gebunden gehabt, ne? Also, okay, hilfreich. Sie hat auch auf nichts anderes geschaut als auf meine Augen und wir haben uns die Hand gegeben. So, und eins noch in diesem Zusammenhang.
Eine bemerkenswerte Beobachtung, wie ich finde. Frau Merkel ist ja mittlerweile, das darf man schon sagen, Profi-Fan. Also ist ja schon einige Jahre jetzt dabei und unterstützt. Und mittlerweile, weiß nicht, ob Sie das wussten, hat sich Frau Merkel auch ganz professionelle Fan-Accessoires zugelegt. Zum Beispiel, können wir diese Tasche mal sehen, diese Schlandtasche, finde ich überragend. Können wir das mal im Vollbild zeigen? So, ein Riesenapplaus für Frau Merkel, die unsere Mannschaft immer toll unterstützt. So, wenn wir gerade bei der Nacht der berühmten Frauen sind, darf ein Bild natürlich nicht fehlen. Und zwar bei der Aftershow-Party bist du der erfolgreichsten Sängerin der letzten 10 Jahre über den Weg gelaufen, Rihanna. Ich glaube, du magst ihre Musik auch ganz gerne. Ja, ja. Aber wie war so die Begegnung? War das eher eine ganz kurze Nummer, schnell fürs Foto, habt dann auch ein bisschen gequatscht. Sie ist ja ein riesen Fan von dir. Ja, es war, also es war total spontan. Keiner wusste, dass sie kommt. Sie war dann, stand dann plötzlich da auf der Party und keiner wusste so wirklich Bescheid. Ist ja cool, du stehst dann, plötzlich steht Rihanna neben dir, oder? So ungefähr war es, ja. Und dann hat man natürlich die Chance ergriffen und hat ein Bild gemacht. Ja, hier sieht man es, genau. 3 Promille, aber sonst... sonst wer, sie? Genau. Dann haben wir aus dieser Nacht noch ein sehr schönes Bild, das wollen wir auch schnell mit dir abarbeiten, und zwar im Aufzug. Ich weiß nicht, ob du uns kurz erzählen kannst, vielleicht zeigt uns das auch mal groß. Im Aufzug. Ja, da ging es schon langsam bergab. War das 3,5? Wer von euch drei ist am bettreifsten? Ja, diese Fotografen. Nee, das, ich glaube, das war nach dem Spiel schon. Also da dürfte ich eigentlich noch auf einem relativ harmlosen Niveau gewesen sein. Ja, ich hoffe. Achso, das meinst du, war nicht tief in der Nacht? Nee, es war nicht tief, glaube ich nicht. Auch wenn das einen falschen Eindruck erweckt. Es gibt da noch ein sehr schönes Bild von dir und Bastian Schweinsteiger auf dem Rasen. So ein sehr inniger Moment. Habt ihr euch ganz besonders miteinander gefreut? Weil, muss ja ehrlich sagen, Schweini war auch einer der großen Helden dieses Abends, wie der sich reingehauen hat. Definitiv. Also, was er da geleistet hat im Finale, das war unglaublich. Ich glaube, das ganze Turnier über einfach, wie er die Mannschaft gepusht hat, wie er einfach unbedingt diesen Titel auch wollte. Ich kannte ihn dann auch von Bayern in diesem Jahr. Der hat da auch ab und zu mit mir gesprochen gehabt, gerade als ich zu Bayern gekommen bin. Und wir verstehen uns gut und er ist einfach ein super Typ und er hat sich das redlich verdient und wir haben uns einfach in der Situation gefreut und ich glaube, das Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wir drücken ihm auch die Daumen, dass er bald wieder fit ist und dass ihm bald gesundheitlich wieder so gut geht, dass er spielen kann. Und die, ja, mehr oder weniger die letzten Fragen der Sendung, die kommen jetzt auch nochmal von den Fans. Servus Mario. Hallo Herr Götze. Möchtest du mal Kinder haben? Götze, Bruder, du bist der Beste. Hallo Mario, ich würde dir gerne fragen, wie war es so auf der Fanmeile? Was ist das Gefühl, wenn so viele Leute wegen dir jubeln? Wie hast du es geschafft, deine Freundin zu überreden, dass sie mit dir zusammen ist jetzt? Tja, wie hast du es geschafft? Ich weiß es auch nicht. Ja, gehörst du zu den Typen, die so einen bestimmten Spruch am Start haben, mit dem sie an den Start gehen? Oder? Nee, eigentlich, das hat sich damals einfach so ergeben, als wir uns in Düsseldorf mal gesehen hatten. Und das war, ich weiß auch nicht, was sie an mir gefunden hat. Müssen Sie mal fragen. Machen wir bei Gelegenheit. Irgendwann mal Kinder geplant? Ich meine jetzt nicht konkret, sondern irgendwann bist du ein Typ, der gerne auch Familie hätte? Ich bin ein Familienmensch und natürlich möchte ich irgendwann mal Familie haben. Aber habe ich mich noch wenig mit beschäftigt. Ich freue mich einfach, dass ich gesund bin, dass ich spielen kann. Und alles andere wird sich zeigen. Also da bin ich relativ entspannt und lasse es einfach auf mich zukommen. Ich denke, das ist auch das Beste. So, und dann haben wir noch einen speziellen netten Gruß von Manuel Neuer, auch ein guter Kumpel von dir aus der Mannschaft. Ja. Für uns ein bisschen. Ich glaube, einige Leute vergleichen ihn mit so einem Popstar wie Justin Bieber. Ich weiß nicht, er kommt, glaube ich, bei den Mädels ganz gut an. Ist aber auch Teil des Geschäfts, ne? Also, dass man heute. Habe ich ihm gesagt, dass er das sagen soll? Nein, nein. Nein.
Und dann habe ich gehört, du bist ein leidenschaftlicher Kinogänger, gehst für dein Leben gerne ins Kino, kennst, wie er mir erzählt hat, jeden aktuellen Film, der gerade im Kino läuft. Was ich cool finde, was ist zurzeit deine Top-Empfehlung? Was würdest du sagen, wo sollen wir unbedingt noch reingehen? Gone Girl heißt der Film. Gone Girl? Gone Girl, genau. Was passiert da? Viel Geballer? Oder? Nee, ist eine Thriller-Geschichte. Also Aha. Muss man sich mal anschauen, den Trailer. Ich glaube, das sagt er mehr, als wenn ich jetzt den halben Film erzähle. Deshalb. Ja, die Zeit wird auch knapp. Also genau. Dann haben wir, wenn wir gerade schon beim Thema Kino sind, noch eine letzte Geschichte zum Thema Kino. Und zwar Matthias Schweighöfer hat ja vorhin schon einiges erzählt. Und jetzt hat er noch eine Frage, eine ganz konkrete. Würdest du dir zutrauen, mein Lieber, einmal in einem meiner Filme mitzuspielen? Mit Text, ohne Ball und nur halb angezogen, mein Lieber. Letztes Mal, als ich ihn getroffen habe, hat er noch gesagt, ohne Text. Also ich glaube, ich würde ohne Text bevorzugen, glaube ich, in der Situation. Aber ohne Text wäre was drin. Ohne Text, dann auch ohne Ball, also das wäre möglich. Ja. Und halb angezogen wäre kein Problem. Das wird auch noch, das wäre auch noch machbar. Das schon, ja. Ja, dann freuen wir uns auf den Film schon mal. Das wird ja eine Riesennummer. Und wollen jetzt gerne noch eine Geschichte aufgreifen von den Fanfragen vorhin. Und zwar hieß es, wie ist denn das eigentlich, wenn man vor 400.000 Menschen am Brandenburger Tor aufschlägt? Ich glaube, man ist immer noch bei 2, irgendwas Promille. Kannst du da vielleicht auch noch irgendwas zu sagen? Das waren ja unglaublich tolle Bilder. Ist das auch was für die Ewigkeit für dich, ja, für deinen Kopf? Also es war eine lange Nacht auf jeden Fall. Aber in Brasilien kommt das nicht so rüber, wie es wirklich in Deutschland ist, wenn man dann die Bilder sieht mit den ganzen Leuten. Genau, man sieht es jetzt gerade. Das kommt nicht so wirklich rüber, weil wir eben in diesem Camp sind, weil wir unsere Spiele haben, weil wir uns darauf konzentrieren. Und dann gerade, wenn wir dann in Deutschland landen, ich glaube, das Gefühl war dann auch unglaublich, weil wir wussten, was wir eben erreicht haben, was wir geschafft haben als Mannschaft und das dann eben mit den Leuten zu feiern. Ja, man sieht die Bilder, das war einfach, das ist ein super Gefühl und darum geht es auch irgendwo, das Ganze mit den Leuten zu teilen und deshalb dann noch in Berlin mit den Massen, das war schon unglaublich. Das war eigentlich die erste Begegnung mit der Riesenbegeisterung, die wir hier alle 4 Wochen lang sommermärchenmäßig durchgezogen haben. Genau, ja. Fette Nummer. So, und ganz zum Schluss, letzte Frage der Sendung, wir haben unseren Followern bei Facebook die Chance gegeben, eine Frage in die Sendung reinzukriegen. Und derjenige, der die Frage hier platziert, der gewinnt ein unterschriebenes Trikot von dir. Das haben wir alles schon vorbereitet. Ach, apropos Trikot, das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich weiß nicht, ob wir das mal schnell reinschieben können. Der Mario hat nämlich was ganz Besonderes mitgebracht. Der Mario hat uns das Trikot mitgebracht, nämlich dieses wunderbare hier mit der Nummer 19. Hol's zurück, ja, ist kein Problem. Wir sind drauf, stell's mal schnell rein. Das, meine Damen und Herren, gib's mir ruhig rein. Gib's mir her. Kein Problem. Dieses wunderbare Trikot ist das Original-Trikot, mit dem er das entscheidende Tor geschossen hat. Und er hat behauptet, es wäre gewaschen. Das stimmt aber gar nicht, wie ich sehe. Da unten ist noch ein Fleck dran. Das ist eine großartige Geschichte, ein historisches Dokument, dieses Trikot hier zu haben. Und habe zum Schluss die von mir schon erwähnte Facebook-Frage. Einer hat es geschafft in die Sendung. Er darf jetzt seine Frage an Mario loswerden. Und das ist diese Frage hier. Sie lautet, Mario Götze, würdest du dir für den Gewinn der Champions League eine Glatze rasieren? Als ich ein Bild da vorhin gesehen habe, habe ich schon festgestellt, dass ich mir oft durch die Haare gehe. Aber ich glaube, das lässt eh nicht so lange auf sich warten. Ja, deswegen. Jetzt. In 10 Jahren vielleicht, glaube ich. Ja. Solange ich noch Haare habe, möchte ich die auch noch behalten. Ja, das verstehen wir sehr gut. Mario, ich möchte mich erstmal sehr herzlich bei dir bedanken. Es war gern total schön, dass du da warst. Ich fand es auch sehr schön, dass du sehr offen über viele Dinge auch gesprochen hast. Wer immer auf die Idee gekommen ist, dich als kalt und unnahbar zu beschreiben, hat keine Ahnung. Und wir haben noch ein Geschenk für dich, wie es dem Anlass angemessen ist. Ich möchte euch mal bitten, so, die junge Dame bringt mir das mal schnell rein, sehr nett, vielen Dank. Und zwar haben wir eine Collage für dich gebaut. Wir hoffen, sie findet vielleicht einen besonderen Platz in deiner Super. Wohnung. Hier danke. Sind die 4 Männer drauf, die Deutschland jeweils mit dem entscheidenden Tor zum Titel geschossen haben. Danke, Helmut Rahn, Gerd Müller, Andreas Brehme und Mario Götze. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Ich hoffe, das findet einen Ehrenplatz bei dir zu Hause irgendwo. Auf jeden Fall.
Danke fürs Kommen. Danke, danke. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und wir verabschieden uns. Am 24. November danke. Sehen wir uns wieder im Audi Star Talk, dann mit dem DFB-Präsidenten, mit Wolfgang Niersbach. Bis dahin, tschüss, schönen Abend. Danke. Danke, danke. Mario Götze. Danke.